Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Schwert. Ja Leute, hier im Hotel sollten wir uns eigentlich mit Deleon treffen, aber er ist nicht erschienen, er ist zum Rose Tower aufgebrochen, um sich eben halt mit dem Präsidenten Rose zu treffen. Aber was kann da denn so wichtig sein? Ein bisschen merkwürdig ist das ja schon. Und uns einfach sitzen lassen. Deleon, das wird Folgen haben. Naja, gehen wir der Sache mal auf den Grund. Schauen wir mal. Stimmt. Wie kommen wir da hin zum Rose Tower? Probably mit Ness seiner Hilfe. Hi. Ach, Mary ist auch da. Wo ist denn jetzt schon wieder los? Ich bin immer noch fix und fertig von meinem Kampf gegen Jesse. TBL ist jetzt der offizielle Fanclub von Jesse, Mary. Und wir brauchen auch deine Hilfe. Ist das so? Auf einmal gehört Team Yell zu uns. So schnell ändern die ihren Fanclub, hä? Und Hop guckt nur ganz eifersüchtig. Er ist raus, Mann. Tja, Hop, du hast keinen eigenen Fanclub, ne? I'm so sorry. Ich bin zutiefst zu eurer Familie, Mann, gerührt. Aber euch hat niemand um Hilfe gebeten. Oh shit, Olivia, die hat alles mitbekommen hier. Zuvor. Olivia! Liga-Präsident Rose befindet sich gerade mitten in einem wichtigen Meeting mit dem Champ. Ja, das wissen wir auch. Wir zwei dürfen auf keinen Fall gestört werden. Unbefugt ist der Zutritt zum Rose Tower ohnehin verwehrt. Um ihn mit der Monorail zu erreichen, wird ein spezieller Schlüssel benötigt. So wird gewährleistet, dass der Präsident sich nicht mit uneingeladenen Gästen ablagt. Solange er sich im Rose Tower aufhält. Ich will den Schlüssel einem von mir gewählten Mitglied des Liga-Personals anvertrauen. Euch ist sicher nicht entgangen, dass der Liga-Präsident solche Spielchen mag. Woran ihr erkennt, welches Mitglied des Liga-Personals den Schlüssel hat? Tja, das müsst ihr selbst herausfinden. Jetzt 6 Pokebälle. Diese komische Sonnenbrille. Dieses auffällige Outfit. Unschwer zu erkennen eigentlich, oder? Ich bin ein Meister der Tarnung, versucht nur mich zu finden. Meister der Tarnung, alles klar. Ich wusste gar nicht, dass du Solid Snake bist. Na toll, und was jetzt? Warum einfach? Wenn es so kompliziert geht. Allein, das wird uns nicht auffallen. TBL hilft bei der Suche. Wir sind immerhin der offizielle Fanclub von Jesse. Perfekt, ich suche die Gegend voll Stadion ab. Okay, wie sieht's aus? Gehen wir erstmal zusammen zum Bahnhofsplatz. Wenn es dann sein muss, müssen wir eh alles abchecken, scheinbar. Super, solange alle mithelfen, schaffen wir es mit links den Rose Tower zu erreichen. Okay. Schau mal nach. Da ist doch der Typ schon. Ich sehe ihn noch. Moment, der andere hat aber eine schwarze Sonnenbrille. Bisschen weird ist ja schon. Okay, lass uns diese bösen Angestellten der Pokémon-Liga möglichst schnell finden. Der Typ hat eine abgefahrene Sonnenbrille auf, wenn ich mich nicht täusche. Wir sind 2 mit so einer Brille, aber das ist nicht die typische Sonnenbrille, ne? Müssen wir mal schauen. Mary, hast du schon was gefunden? Mit mir zu reden wird er wohl kaum dabei helfen, die Böse aufzuspüren, oder? Na los, schlapp ihn dir. Ja, gut. Wie wär's, wenn du mitsuchst, Mary? Das wäre super. Ja, aber guck mal, das sind alles nur die mit der anderen Sonnenbrille. Und Team Yell? Dir schon was gefunden? Der Unterschied zwischen den normalen und den bösen Liga-Angestellten ist also nur die Sonnenbrille? Da muss man ja ganz schön aufpassen. Ja, in der Tat. Böse Angestellte, wie das klingt. Wenn ich der böse Liga-Angestellte wäre, würde ich meine Sonnenbrille hier einfach abnehmen. Na, irgendwie schon, ne? Guck, das sind alles die normalen. Goddammit. Ich wusste gar nicht, dass es jetzt ein Katz-und-Maus-Spiel wird. Ey, guck mal, hier haben wir noch was. Ein Toppeleber. Ist natürlich ordentlich. Wo soll der denn sein? Soll ich auch in Pokémon-Zeit auch so gucken, oder was? Und hier ist ja eindeutig nichts. Das sind ja nur die normalen Dudes. Was passiert, wenn ich jetzt hier rausgehen möchte?
Es geht einfach so, als ob. Dann kann es natürlich sein, dass sie sich auch im Pokémon Center oder sowas aufhalten. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, weil man hat nicht wirklich viele Anhaltspunkte, oder? Außer die Sonnenbrille. Und die haben alle eine gelbe Sonnenbrille, von daher können die das ja nicht sein. Sehr, sehr merkwürdig. Hier wird es keiner davon sein dann. Dann schauen wir mal im Bahnhof selber, I guess. Da könnte ja auch einer sein, wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Mach keinen Scheiß. Du. Na, hier oben kann, denke ich, keiner sein, oder? Nee. Okay, dann können wir das schon mal ausschließen. Das ist natürlich jetzt weird. Game Freak sich mal wieder was Neues einfallen lassen, aber das so cool finde. Man zu wenig Anhaltspunkte hat. Bisschen was von Detektivspielchen hier. Scotland Yard und so. Ey, ich glaube, der ist es. Pünktchen. Hey, Jesse! Der Typ ist super verdächtig, aber er will einfach nicht sein Gesicht zeigen. Sag dir mal was, um ihn aufzuschrecken, dann dreht er sich bestimmt um. Da ist Olivia! Weil alle haben ja Angst vor Olivia. Was? Mist, ich habe mich umgedreht und jetzt bin ich auch noch umzingelt. Na schön, dann wird eben gekämpft. Oh, let's go, er gibt sich die Gaffer zugeschlagen. Na guck, musste wahrscheinlich erst irgendwo reingehen, damit er auftaucht. Makrokosmos. Okay, er hat ein einfaches Galamauzi, das ist natürlich vom Typ Stahl. Nicht mal Mauzinger die Entwicklung, das ist ja sehr, sehr löblich. Machen wir Phantomkraft. Ich denke, wir sind stark genug, dass wir Smauzi ohne irgendwelche Dragon Dances gut besiegen können. To be honest, auch wenn ein Knuddler hier verwendet wird. Wir feuern nicht an. Oh, das ist aber super lieb von dir, Mary. Super lieb. Ich weiß wirklich sehr zu schätzen. Gib mir extra Kraft, wenn du mich anfeuerst. Oh, ich will endlich Level 60 haben. Dann geht's ab, Leute. Fermin Cooler ist aber auch ein Stahl-Pokémon, ne? Komm, dann nehmen wir Hothead. Fermin Cooler ist, glaube ich, Stahlkäfer. Das ist eine komische Stahlspinne. Man kennt die. Seit 5. Gen dabei. Ja. Stahlinsekt. Gut, einäschern. Brawn in Hell. Eisenschädel, bitte nicht zurückschrecken. Danke. Jetzt sehe ich auch eine Zurückschreckchance. Ja, ist vierfach effektiv und reicht natürlich somit. Oh, war auch noch ein Volltreffer. Hätte aber auch so locker gereicht. Alright. Level up für Donkey Kong. DK. Donkey Kong und Marco Kosmos besiegt. Hättest du mich nicht so fies ausgetrickst, hätte ich mich niemals umgedreht. Boah, ist der mad, ey. Ich hab's. Ich versteck mich einfach. Dann kommt niemand an den Schlüssel. Oh, man. Boah, der Tempo drauf. Wo der sich jetzt wohl bloß versteckt ist. Ah, er gibt noch nicht auf. So eine feige Sau. Ja, wo sollen wir uns jetzt die Infos holen, wo das sein könnte? Im Moment, das ist der doch wieder. Guck mal hier. Er tut so, als würde mit denen sprechen. Belauscht erstmal irgendwelche Privatgespräche. Ja, weißt du noch, wo wir so geil Sex hatten letzte Nacht? Ja! Ich hab mir in meinen neuen Outfit richtig geglänzt. Ja, und dein neuer BH und deine Körbchengröße, die gefielen mir vor allen Dingen besonders gut. Aha, aha. Und guck mal hier, dieses Foto, wo wir nackt im Bett lagen. Aha, aha. Und er guckt sich das mit an, ey. Was ein Scheiß. Wie hast du mich gefunden? Sag bloß, du hast auf gut Glück einfach jeden angequatscht. Egal, jetzt wird gekämpft. Mit der guten alten Liquid-Synchro hier. Sag nicht, der hat jetzt nochmal die gleichen. Nee, aber er ist ein Stahl-Fan, ey. Schon wieder ein Stahl-Pokémon, goddammit! Ja, jetzt wollte er doch gar nicht so viel machen gegen Stahl. Stahl-Fee vor allem. Wir sind vom Typ Drache. Das sagt mir, nein, ich hab keine Lust drauf. Das sagt mir das. Ah, der hat nur Stahl-Pokémon, das heißt, sollte eigentlich direkt bei Hothead bleiben. Generell. Wenn er nochmal jetzt fliehen sollte. Und er hat einen Lieblingsmove. Der nennt sich wohl Eisenschädel, was? Du schaffst das, yay, los, Jesse.
Los geht's! Yes, Mann! Taidu ist gestiegen. Warum? Weil die uns angefeuert haben, oder was? Bam! Einäschern. In your face. Wie schwach der Dude ist, ne? Echt. Schwache Pokémon. Dieser Makrokosmos. Stalobor! Oh mein Gott. Eins meiner Hass-Pokémon als Gegner. Ihr wisst es. Aber. Ja, er fängt natürlich an. Er fängt immer an. Wird einfach ausgewichen, okay. Einfach ignoriert. Oh shit. Überlebt das? Ich dachte, die Verteidigungswert von Stalobor sind gar nicht mal so krass. Tja, so kann man sie irren, was? Oh shit, er boostet sich noch. Rumgelackt mit der Metallklaue. Aber ist ja auch egal. Das ist jetzt eh Geschichte. Der erste, der es überlebt hat. Ja, wird auch mal Zeit, dass er einen besseren Feuerwurf bekommt, weil ein Escher ist eben bad AF. Dabei bin ich extra beim Weglaufen zum Pokémon Center gegangen und einmal ein Pokémon ausgetauscht. Tja, mich zwischen den Leuten zu verstecken, war wohl nicht gut genug. Aber jetzt werde ich mir richtig Mühe geben. Du findest mich nie. Na, und wo ist er? Ist er schon in diese Richtung gerannt? Na, are you there? Ah, in der Telefonzelle ist er. Ist ein Versager. Und schon wieder neue Pokémon? Glückwunsch, du hast ihn an Lemoy-Haufen gefunden. Pass auf, dass du dich nicht piekst. Ich werde mich schon nicht pieksen. Kastadur. Oh, deswegen sagt er das. Ah, und ich habe Hotlet jetzt wieder nicht reingeswitcht. Na, dann mache ich es jetzt einfach mit Phantomkraft. Er ist auch wieder Pflanze Stahl, ne? Kastadur. Der Pflanzenarena hat den Pokémon Reborn, hat er das ja zum Beispiel auch. Wir glauben an dich, setz dich durch. Yeah. In your face! Oh, Eisenstachel wirkt. Ja, pass auf, dass du dich nicht piekst, war wohl ernst gemeint. Thundra hat sich gepiekst. Eiskalt! Oh, ein Stalos. Ei. Na gut. Stachelos hat aber auch Feuerschwäche, darf man nicht vergessen, ne? Los geht's, Hotheads! Aber das Problem ist auch, Stalos ist vom Typ Boden. Was heißt, wenn er jetzt Erdbeben macht, bin ich gefickt. In jeder Hinsicht. Hoffe mal, dass das nicht drauf hat. Bam, Alter. Ach, Stahl ist sowieso schon eine Direktgeschichte. Krass. Weil nur gute Verteidigungswert. Die Spezialverteidigung ist nicht so insane. Verstecken ist sinnlos. Kämpfen ist sinnlos. Da kann man nur noch wegrennen. Wie lange willst du denn noch wegrennen, du feige Sau? 6 Pokémon von dir besiegt. Jetzt war Schluss mit lustig. Es ist vorbei. Es gibt keinen Ausweg mehr für mich. Ha! Denkst du, ich habe keine Lust mehr, einen Standpauk von Olivia anzuhören. Aufgeben ist keine Option. Mal sehen, wie du mich schnappen willst, wenn ich ganz clever in die Monorail hüpfe. Indem ich dir einfach folge, hä? Brinktop her! Leute, wir müssen die Bahnhof belagern, damit dieser Typ uns nicht entwischt! Los geht's, Team Yell! Sollen die ihn noch aufhalten, Mann? Der ist schneller als Sonic the Hedgehog! Oh shit! Nein! Da sind noch mehr davon! Was sind für eine Pose waren, ey? Jetzt sitzt er endgültig in der Falle. Gute Arbeit, Jesse. Das muss gefeiert werden. Am besten mit einem Song, damit ordentlich Stimmung aufkommt. Ein ganz simpler Sänger, so wie ich, singt für sich simple Lieder und mehr nicht. Hä?
Manche zeigen schon eine komische Reaktion. Manche Lieder wurden nicht geschrieben, um euch Mut zu geben, ihr Lieben. Mein Lieder wird es nicht gelingen, euch Freude oder Glück zu bringen. Und doch singe ich sie immer wieder, meine schönen, simplen Lieder. Boah, Ness! Ness, yeah, man! Hauptsache mit dem Mary-Plakat, ne? Ist es nicht Ness? Gibt er gerade in den Straßenkonzert? Du meinst wohl eher ein Bahnhofskonzert. Egal, komm, lass uns näher rangehen. Oh, was hat er vor? Zieht die Aufmerksamkeit auf sich? Und somit vielleicht auf die Dudes mit der Brille, ne? Mit der Sonnenbrille. Als ihr crowded wird, können die nicht mehr so schnell fliehen. Das ist vielleicht der Deal. Aha. Ja, ja. Mist, wir haben den Schlüssel. Jetzt können wir mit dem Monorail zum Roadstar fahren. Das war actually amazing, was er gemacht hat. Hat funktioniert. Jesse, hopp, na los, macht schon, das ist eure Chance, macht was raus. Los geht's, Mary kommt auch mit. So muss das sein. Oh, da sind wir. Erinnert doch stark an den Prismaturm, oder nicht? Der Roadstar. Ist hier auch das Riesenrad, oder wie kommt man da hin, oder ist das wirklich nur Dekoration? Da wären wir, der Roadstar. Meine Fresse, ist der riesig. Oh mein Gott, ich war sonst über Eiffelturm und der Eiffelturm steht ja nur da, aber das ist ja voll futuristisch, voll mega geil, so richtig zeitgemäß, ey, so richtig mega heftig krass. Wie hoch dieser Kasten wohl sein mag, ey, die Spitze verschwindet sogar in den Wolken, ey, mega heftig. Okay, was ist euer Plan? Team Yell und Ness haben mit den Typen der Pokémon-Liga sicher noch alle Hände voll zu tun. Wir sind also auf uns allein gestellt. Gute Frage. Hast du eine Idee, Jesse? Gehen wir schon mal vor, I guess, ne? Soll nicht auf die Rest warten. Ich bin dabei. Je schneller wir die Hunde rausholen, desto besser. Du willst schließlich noch beim Champ Cup gegen ihn antreten, stimmt's? Dank dir haben wir es bis hierher geschafft, Jesse. Wir dürfen nicht nachlassen. Diese Olivia muss man nicht verstehen, oder? Ich wollte es nicht gesagt haben, Mary. Ich kauf hier einfach nicht ab, dass diese Nummer mit dem Monorail-Schlüssel nur dazu da war, um Liga-Präsidenten zu beeindrucken. Warum der Präsident den Champ im Rose Tower festhalten will, ist mir auch ein Rätsel. Mein Auftritt vorhin. Meine ultimative Kick! Die Menge. Ist abgegangen wie ein Spikeford. Nur eine Zugabe hat noch gefehlt. Seid ihr immer noch hier? Los geht's endlich. Ich gebe euch Rückendeckung. Ich bleib hier bei meinem Bruder, damit er keinen Unfug anstellt. Wenn ihr Hilfe braucht, findet ihr uns hier. Komm, machen wir uns auf die Socken, Jesse. Okay. Ihr haltet die Stellung, wie? Ich bleib hier bei meinem Bruder. Ja, ja. Los geht's! Oh man, ich bin gespannt, was mich da drin erwartet, ey, beim Roadstar. Bevor ich da reingehe, schauen wir uns erstmal hier um. Es hat sich gelohnt, wie ihr seht. Hier befindet sich nämlich ein Item. Ein Akku. Ein einmalig aufladbarer Akku. Er wird den Angriff des Trägers, wenn ihn eine Elektroattacke trifft. Okay. Flash hier AP Plus, auch sehr nice. Nimmt man immer mal ganz gern mit, sowas. So, haben wir hier noch auf der anderen Seite was? I think so. Ja, natürlich, da hinten ist auch was. Oh, hier könnte überall noch was sein. Schauen wir uns erstmal um. Ein Sonderbonbon. So, das wollen wir auch hier nicht alles liegen lassen, oder? Natürlich wollen wir es nicht. Hier ist nichts. Okay. Aber hier liegt was, hinterm Schild. Gut versteckt wieder, Game Freak. Mysto-Wellen, was ist das denn? TM93. Der Körper des Anwenders erzeugt mysteriöse Wellen und senkt den Spezialangriff des Ziels dadurch stark? Aber es macht keinen Damage, oder was? Wahrscheinlich nicht. Sonst wäre es viel zu stark. Wir schauen mal kurz nach. Ich will wissen, was das jetzt genau ist. Von der Attacke habe ich noch nie was gehört. Nee. Okay. Dran ist das actually Bullshit. Dass es keinen Schaden macht. Nur Spezialangriff stark senken, wow.
Elektrosamen. Gibst du den Samen einen Pokémon zu tragen, setzt es ihn ein, wenn ein Elektrofeld aktiv ist und erhöht dadurch seine Verteidigung. Na gut, gehen wir rein in den Rose Tower. Was habt ihr da Wichtiges zu besprechen? Rose und Deleon. Los geht's. Hat auch ein bisschen was von Ape Escape 1, ne? Der TV-Turm. Wow, sieht der Rose Tower also von innen aus. Boah, ist so richtig krass riesig. Er wird einfach schwindelig. Ja, und er tritt erstmal ins Blumenbeet. Wusstest du, dass der Rose Tower eigentlich auf einer Energiequelle gebaut wurde? Bestimmt für diese ganzen krassen Dynamax-Dinge. Voll die krasse Energie, ey. So viel Energie wie in 100 Energy Drinks. Boah, die könnte ich nie im Leben trinken, ey. Jo, deshalb kann man ja an der Spitze des Gebäudes auch Pokémon Dynamax maximieren, ey. Aber was viel wichtiger ist, ich hoffe schwer, dass man den Aufzug, dass man mit dem Aufzug nach ganz oben kommt, ey. Wie in motherfucking New York, wo es dann so 100 Stöcke gibt. Jo, der Rose Tower hat nämlich auch hier tatsächlich 100 Stockwerke. Wie weit der Aufzug fährt, spielt keine Rolle, weil hier nämlich Endstation für euch ist. Alarm, Alarm, Eindringlinge gesichtet. Mitglieder des Personals sind verpflichtet, unbefugte Gäste unverzüglich zu entfernen. Gehört? Die Anweisung kommt von Olivia, also muss ich sie befolgen. Wenn ich euch vertreibe, gibt's bestimmt einen fetten Bonus für mich. Versuch's doch. Was soll denn das jetzt? Diese Kosmos-Typen hier. Das ist der gleiche wie der Liquid-Typ, ne? Liquid Snake. Was will der denn immer von uns? Geht mir langsam auf den Zack. Und Olivia, die führt doch was im Schilde. Also, sie uns hier unbedingt fernhalten möchte, die verheimlicht uns so irgendwas. Und Rose wahrscheinlich auch. Wir werden irgendwie ausgeschlossen. Wir werden blöd behandelt. Und auch die ganze Zeit zusammengearbeitet und über alles gesprochen. Warum denn jetzt auf einmal nicht mehr? Das finde ich echt nicht fair, Mann. Das kann nicht so weitergehen. Wir müssen herausfinden, was dahinter steckt. So können wir nicht weiterleben. Oh, gleich jetzt die Entwicklung, Leute. Gleich jetzt die Entwicklung. Aua, das ist sehr effektiv. Oh, gibt doch keine Entwicklung. Ja, wow. Dann kann ich gleich schon mal wieder zurück zum Pokémon Center, weil das ist jetzt Bullcrap. Also, wenn die jetzt hier alle Stahl-Pokémon haben, dann zackt Thunder echt hart. Ist ja was. Ich will, dass er sich jetzt entwickelt. Mir scheißegal, ob ich jetzt hier einen Beleber verbrauche. Diese Sachen müssen erledigt werden. Gehört nun mal dazu. Ich hab auch keinen Bock, zurück zum Pokémon Center zu laufen. Das ist ja ewig weit entfernt. So. Einäschern. Boah, wie oft will er so eine Initiative noch boosten? Jetzt hat er sie schon so hoch erhöht, wie es nur geht. Dreimal Agilität und die Initiative ist maximiert. Hat ihn letzten Endes nichts mehr gemacht. Verstehe auch nicht, warum man so oft die boosten sollte. Das war's schon. Jetzt verliere ich schon wieder Geld. Mit jeder Niederlage weiter in die Miesen. Und es passiert's. Oh yeah. Eins der coolsten neuen Pokémon, wie ich finde. Let's go. Guckt sie euch an. Katapultra. Einfach so eine Drachenabschussrampe. Es ist so geil, ne, das Viech. Katapultra. Das Tarnkünstler-Pokémon. Es transportiert Goldra in den Löchern an seinen Hörnern. Kommt es zum Kampf, schießt es diese mit Machtgeschwindigkeit ab. Werden einfach die kleinen Jungtiere abgefeuert, ey. Topspeed, was ist denn Drachenpfeil? Das ist auch eine neue Attacke scheinbar. Drachenpfeil, ey. Anwender greift zweimal mit Golder an. Mit Golder? Bei zwei Zielen werden beide jeweils einmal angegriffen. Okay. Vielleicht besser als Breitseite. Ja, durchaus. Nutzen wir das. Drachenpfeil, ey. Klingt ja sehr interessant. Das muss ich mir unbedingt anschauen. Da geht er hin, mein Bonus. Aus der Traum vom eigenen Haus. Wir wollen zu League of President Rose. Sag schon, wo finden wir ihn? Nehmt einfach den Aufzug. Der Präsident hält sich an der Spitze des Gebäudes auf.
Yeah, gleich sind wir am Ziel. Halt durch, Bruderherz, willkommen. Als ob der in Gefahr ist. Tut so, als wäre der in Lebensgefahr. Komm, Jesse, weiter geht's. Da ist halt wirklich in Gefahr, ne? Wollen doch wirklich was für uns zeigen. Hier sind mir zu viele Stahl-Pokémon. Jetzt hat er sich so entwickelt. Das müssen wir auf jeden Fall Hothead mal trainieren. So, die Werte müssen jetzt insane sein, Leute. Oh ja. Huhuhu. Katapultre. Boah, Initiative 211. Jesus. Ist auch um einiges besser irgendwie als Donkey Kong, finde ich sogar. Naja, kommt das Gleiche raus, ne? Haben beide Pluspunkte, aber es ist richtig cool, man. Ich mag das Pokémon super gerne. Gut. Hothead, your turn. Dann rein da, in den Aufzug. Auf zum 100. Stockwerk. Die Musik ist irgendwie chillig. Wow, das geht ganz schön weit nach oben und ich hab Höhenangst. Nicht, dass es gleich so ein fucking Freefall Tower ist, wo es ganz schnell wieder nach unten geht. Hey, Moment mal, warum halten wir hier an? Wir sind doch noch gar nicht an der Spitze. Es muss Bug sein. Aufzug kaputt. Holt den Service. Ihr seid zwei Arena-Challenger, nicht wahr? Danke für eure Teilnahme, aber wir können auf keinen Fall zulassen, dass ihr hier Ärger macht. Nicht zuletzt zum Schutz unserer Tochterfirmen, die auch ihren Sitz hier im Rostower haben. Dieser Aufzug wurde von einer dieser Firmen gebaut, Marco Cosworth Construction. Er ist groß und stabil genug, um darin Pokémon-Kämpfe auszutragen. Oh man. Yikes. Dann auf hier. Hose. Ja, die haben echt nur Stahl-Pokémon. Bei Rose Tower ist auch wahrscheinlich so eine Stahlkonstruktion, von daher wundert es mich ja nicht, dass die irgendwie Stahl-Pokémon haben. Passt ja ganz gut. Aber da sind wir echt mit Hothead am besten bedient. Oh, das rippt wieder beide. Oh, Body Slam. Wow, Stahl-Pokémon Body Slam. Yay! Hat einer das Spiel verstanden? Nicht. Oh, hopp, ey. Das kannst du eigentlich. Gut, Fanti ist wenigstens besiegt. Ist auch schon mal einiges wert. Und Bronzong mit seinem Sondersensor. Wir decken das gut weg. Ach, das war's. Er hat nur noch das Bronzong. Wir haben jeweils nur ein Pokémon. Das ist ja lächerlich. Oh Mann, ey. In welche Universum bin ich hier gelandet? Dass Hopp nur nicht sehr effektiv Moves macht. Ich dachte, er hat die ganzen Bücher studiert. Doch am Anfang des Spiels gesagt. Genauso krass wie Delian zu werden. Wenigstens konnte ich beweisen, dass dieser Lift auch einen Pokémon-Kampf standhält. Dabei liefert niemand bessere Arbeit ab als Marco Cosmos Constructions. Oh Mann. Wir haben verloren, also bleibt uns nichts anderes übrig, als euch durchzulassen. Aber ich muss euch erneut bitten, nicht den Liga-Präsident bei seiner Arbeit zu stören. Der Aufzug hier im Rose Tower besteht eigentlich nur aus einer bewindlichen Plattform. Da dies unter normalen Umständen Risiken mit sich bringen würde, denn als Schutzmaßnahme diese Lichtwände erzeugt. Mit Werbserfehlung von Marco Cosmos Constructions. Oh, okay. Natürlich, wie es aussieht, kann das personelle Aufzug einfach so vor außen anhalten. Richtig blöd, ey. Dabei wollen wir auch so schnell wie möglich nach ganz oben. Hätten wir mal Leistungssport gemacht, dann könnten wir die Treppenstufen nehmen und würden nicht dann oben zusammenbrechen. Unsere Pokémon haben sich echt gut geschlagen, ne? Ich mach sie mal schnell wieder fit. Sehr sozial. Lieber doch gar nicht gebraucht. Na egal. Warum ist Hopps Schwester Joyce Schüler quasi? Die Pokémon. Oh nein, da hat wieder einer ja Aufzug angehalten, oder? Natürlich. Der Rose Tower ist insgesamt 300 Meter hoch. Wir befinden uns hier auf der 150 Meter Marke. Die Stockwerke ist der Sitz der Firma Mac Versicherung. Ich hoffe für euch, dass ihr gut versichert seid. Ich habe keine Versicherung. Ich bin nur noch ein Kind. Jesse ist auch noch super jung. Oh man. Und Hopp wahrscheinlich auch. Okay, Flunky von Klick. Das ist nicht mehr Klick die Klack, ne? Nein, Mann, hat er nicht mal komplett entwickelt. Okay. Klick-Klack ist das nur.
Wie schlecht. Ich hab's nicht mal komplett entwickelt. Ne, Schaufel aber nicht, Mann. Bin auch schön auf beide mit Einäschern. Oh Mann, Hopp ist so useless. Ein fucking Normal-Pokémon da. Bringt doch gar nichts gegen Stahl. Greif gleich Hopp an, damit er mal vernünftige Pokémon hier reinschickt, ey. Das gibt's doch nicht. Ja, ich meine, hat dafür eine Paralyse gesorgt. Ganz useless war es dann doch nicht. Und Klicklack, was nimmst du? Oh shit. Zahnräder, ey. Das war auch dieser mega krasse Angriff, der alles steigen lässt, ne? Angriff und Initiative und noch irgendwas. Ne, ich glaube doch nur Angriff und Initiative. Wie Dragon Dance. Trotzdem gut. Bam! Oh, Hopp! Nicht schlecht. Der hat die meiste Arbeit gemacht. Natürlich, ich. Der coole Feuer-Pokémon hätte es, Hopp. Dabei liefert niemand bessere Arbeit ab als Mac-Versicherung. Mac-Versicherung, was? McDonald's hat jetzt auch Versicherung? Wusste ich gar nicht. Leg mal 100 Maschok nebeneinander, ergibt das einen Streck von 150 Metern. 100 Maschok ist 150 Meter. Alright. Ich würde jetzt nicht meine Gebäude in Maschoks messen, okay? In Wirklichkeit leide ich unter Höhenangst. So dumm, dass meine Versicherung für Niederlagen bei Kämpfen nicht aufkommt. Mac-Versicherung, ne? Bester Mann. Wir wollen hoch hinaus! Na und? Gibt's wieder einen Zwischenstopp? Nö, aktuell läuft's. Natürlich, einmal wollen sie wahrscheinlich noch. Jetzt kommen sie aus der rechten Tür. Jetzt ist es nicht mehr weit bis zur Spitze, aber wir lassen nicht zu, dass ihr einfach so die Liga-Präsidenten überfallt. Ich hab keine Höhenangst. Als Angestellter im Makrokosmos Airlines könnte ich mir das auch gar nicht leisten. Boah, irgendwie Luftgesellschaft, eine Fluggesellschaft haben die auch noch, ey. Oh man, Makrokosmos. Okay. Stahlos und Flunschlick. Das Flunschlick ist ja Gala-Version, somit auch Stahl. Von daher wieder Einäschern! Die haben echt einen Stahlfetisch, die Dudes. Es ist gut, dass wir jetzt hier Monte Carlo an erster Stelle gesetzt haben, denn hätten wir das nicht getan, dann wäre es ein bisschen schwierig hier geworden. Weil man hätte die Pokémon auch nicht mehr austauschen können. Die Reihenfolge hätte man nicht mehr ändern können. Hätte ich halt immer im Kampf wechseln müssen. Das war schon sehr schlau von mir. Steinhagel. Nice. Hottet ist ausgewichen. Blöd, dass das Flunschlick jetzt weg ist, ne? Ich heb ab. Nicht zählt nicht am Boden. Ja, ich kann aber nicht, aber auch einen Gramm. So ist es nicht. Warlock Body Slam. Ah, schade, kein Critical Hit. Tschüss. Jetzt bitte kein Erdbeben machen, dann wein ich. Flutschlick setzt Sprungfeder ein. Schade, dass es nicht auf mich ging. Das habe ich gerade so schön aus dem Staub gemacht. Ja, macht das Warlock ruhig mal kaputt von Hopp. Gegenschlag. Bam. Nice. Hat die Kampfattacke und nutzt sie nicht. Ist das dein Ernst? Die hat zuerst genutzt. Oh Mann. Nee, ist dein fucking Ernst, oder? Oh, Donkey Kong hinkt jetzt ein bisschen hinterher. Unser Starter-Pokémon. Hier ist Batman. Oh, der hält ordentlich was aus, was? Metall-Sound. Trifft nicht. Edge Bitch. Okay, dann machen wir nochmal einen Escher und dann sollte es das auch gewesen sein. Ja, endlich. Gegenschlag. In your face, motherfucker! Sehr gut! Level 61 schon für QB. Verteidigung ist noch nicht über 100. Ich bin so sad. Dabei liefert niemand bessere Arbeit als Makrokosmos Airlines. Wenn man mit dem Lift nach oben fährt, hat man das Gefühl zu schweben. Is that so? Bittet euch bloß nicht ein, ihr könnt zum Liga-Präsidenten vordringen. Denn dafür müsstet ihr erst an ihr vorbei. Und das ist völlig unmöglich. An ihr? Sag nicht, Olivia will jetzt auch noch gegen uns kämpfen. Dum, dum, dum. Dum. Das Stockwerk von Liga-Präsident Rose befindet sich an der Spitze des Rose Towers. Weil er auch an der Spitze der Firmenhierarchie steht. Die Musik ist so nice, ne? Gut. Wer da oben auf uns wartet, was
da für ein Showdown passiert. Ob wir mit Olivia kämpfen müssen, ob wir mit Rose persönlich kämpfen müssen. Was die beiden besprechen. Rose und Deleon. Das finden wir in der nächsten Folge raus. Daumen hoch, falls euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann und ciao. Fieser Cliffhanger for the win. We'll be right back.